Darüber spricht niemand. In diesem Video werde ich dir das Geheimnis der Bibel offenbaren, das keiner kennt. Deswegen schau dir unbedingt dieses Video an. Denn ich werde dir zeigen, was in der Bibel steht und wie sich dieses Geheimnis offenbaren wird. Dieses Geheimnis ist essentiell für uns alle und jeder sollte davon wissen. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich zwei Dinge erklären. Einmal in eigener Sache, schaut unter das Video. Dort haben wir euch Links von kostenlosen Angeboten von Smarana eingefügt. Ihr könntet kostenlose Webinare machen, ihr könntet einen Test machen für eure Bestimmung, ihr könntet eine Tageskarte ziehen. All solche Dinge findet ihr unter dem Video. Und das Zweite ist mir sehr, sehr wichtig. Denn ich möchte euch bitten, von all dem, was heute hier gesagt wird, euch eure eigene Meinung zu bilden. Ich möchte euch bitten, geht in euer Herz und fühlt mit dem Herzen, was richtig ist, was wichtig ist, was für euch stimmig ist. Es sind verschiedene Theorien, die ich euch vorstelle und entscheidet selbst, ob da ein bisschen Wahrheit dran sein könnte oder eben nicht, und schreibt mir das dann unter dieses Video. Es geht um die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13. Dort geht es ja um die Apokalypse, dort geht es um das Tier, den Weltuntergang. Man sagt, dass ungefähr 3 bis 4 Jahre vor dem Ende der Welt, also in Anführungsstrichen, bitte nur betrachten, das ist so eine Botschaft, eine neue Weltordnung etabliert werden soll. Diese neue Weltordnung würde durch einen Diktator übertragen auf alle Menschen und würde alles vorschreiben, also Diktatur. Diese Idee findet sich in den Schriften der Offenbarung des Johannes und hat über Jahrhunderte hinweg die Fantasie der Menschen angeregt. In der aktuellen Zeit gibt es natürlich Diskussionen, wenn man tatsächlich sich mal frei macht von den Medien überlegt, was geschieht im Moment. Hat das vielleicht oder könnte das eventuell mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen in Verbindung gebracht werden? Oder die Agenda 2030, die ja auch für Deutschland vorgesehen ist? Was hat das für einen Sinn? Ist das vielleicht diese neue Weltordnung? Könnte die dadurch entstehen? Und könnte diese neue Weltordnung uns letztendlich alle Rechte nehmen? Großes Fragezeichen an euch. Die Einführung des digitalen Euros, die ja so vehement im Hintergrund geplant wird. Frage an euch, bringt die Freiheit diese Einführung oder schränkt die uns noch mehr ein? Stellt euch vor, es ist ja dann alles digital steuerbar. Du hast nichts mehr in der Hand, kein Bargeld. Du kannst nichts auf die Seite legen. Sondern es ist alles offen, offensichtlich. Und wenn dann jemand entscheidet, diese Frau hat 500 Euro auf dem Konto, das ist zu viel, ich klicke mal, ich mache einen Klick im Internet, dann hat sie nur noch 100 Euro auf dem Konto. Was kannst du dagegen machen? Was könntest du machen? Nichts. Wir wären vollkommen ausgeliefert. Und warum war das bei dieser einen Frau so? Weil sie sich vielleicht hat nicht pieksen lassen. Das sind Gedankengänge, die ihr einfach mal bitte bearbeitet und für euch prüft. Wäre das tatsächlich möglich? Sind wir mit dem digitalen Euro dann so sehr eingeschränkt, dass wir sogar vielleicht nichts mehr kaufen oder nichts mehr verkaufen könnten, weil eben unser Lebensstil nicht zu dem passt, was in der Agenda gefordert wird. Die Agenda lohnt es sich mal anzuschauen, die ist wirklich sehr vielfältig und man kann auch zwischen den Worten sehr viel Wahrheit erkennen. Was ist denn mit dem Chip?
Was ist mit diesem Chip, der geplant wird, den wir dann hier alle in die Hand reinbekommen oder sogar hier oben auf der Stirn haben? Und zwar seht ihr hier zwei Hände und da seht ihr zwischen Daumen und Zeigefinger so einen kleinen Strich. Das ist ein Chip. Das ist der Chip. Und dieser Chip, den kann man sich sogar hier oben reinmachen lassen. Ja, und zwar ist ja da oben der Sitz des dritten Auges. Deswegen bin ich jetzt da drauf gekommen. Das dritte Auge mit dem Chip komplett verschließen. Was bedeutet das denn für uns? Also, es sind Themen, die wirklich mir unter der Haut brennen. Und deswegen ist dieses Video entstanden. Und ich bitte einen jeden einzelnen von euch, sich genau zu überlegen, wie ihr eure Zukunft gestalten möchtet. Kann es sein, dass wir, wenn wir den digitalen Euro haben, dass wir dadurch gezwungen werden könnten, uns alle chippen zu lassen? Eine Frage an euch. Wie beurteilt ihr das? Was fühlt ihr jetzt in eurem Herzen? Kann es denn sein, dass tatsächlich dies alles geplant wird, um über uns die größte Kontrolle zu haben, sodass wir letztendlich, wenn wir nicht das machen, was dieser Antichrist, ja, was dieser möchte, wenn du nichts mehr kaufen kannst, musst du einen Garten haben, wenn das auch verboten wird, wie willst du dann überleben? Was willst du essen? Ja, spirituelle Menschen sagen Lichtnahrung. Ja, dann müssten wir auf Lichtnahrung uns umstellen. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist ja ein Mittel, um alles letztendlich einzuschränken, was wir für unsere Freiheit erkennen, was für uns wichtig ist. Und wenn dann die Gesellschaft gespalten ist, ja, wenn dann die anderen alle, so wie damals, sich pieksen lassen haben, wenn die dann alle gechippt sind, zeigen sie ja dann auch auf die Menschen oder sind ja dann so beeinflusst, dass diese Ungechippten vielleicht Feinde der Gesellschaft sind. Also prüft alles, was hier gesagt wird, wirklich mit eurem Herzen. Es sind Theorien, die einfach so jetzt ich mal in den Raum stelle. Es ist ein Denkanstoß, wo wir überlegen sollten, was ist denn los mit dieser Gesellschaft? Was ist denn hier los? Und die geistige Welt sagt ja so oft, prüfe alles mit deinem Herzen. Prüfe alles, was hier gesagt wird, was im Außen gesagt wird, ob es für dich stimmig ist. Und dann handle danach. Tu etwas, damit es für dich gut wird. Das reicht nicht aus, sich das nur zu manifestieren und vorzustellen, sondern es kommt dazu, die Aktion. Und wir befinden uns seit diesem Jahr in der Energie der Aktion. Das heißt also, wehrt euch gegen Dinge, die euch nicht gefallen. In verschiedenen Möglichkeiten ist dies möglich. Und dieses Video soll ein Denkanstoß sein, was passieren könnte. Und 2030 ist nicht mehr so weit entfernt. Die Zeit vergeht immer schneller. Das letzte Jahr ist verflogen wie im Flug. Und jetzt ist auch schon gleich wieder März, wenn du so willst. Also die Zeit vergeht immer schneller. Das hat natürlich andere Gründe auch. Aber umso schneller sollten wir auch handeln und uns bewusst werden, was ist los mit dieser Gesellschaft? Was ist los mit uns? Ist die Etablierung einer neuen Weltordnung, wie sie hier in der Agenda vorgesehen wird, wirklich als positiv zu sehen? Eine Frage an euch. Jetzt werden wir zusammen eine Meditation machen und in dieser Meditation gehen wir hinein, ja, in unsere Wünsche, in unsere Ziele und jeder kann manifestieren, was er sich wünscht. Und zwar werden diejenigen, die auf dem Andromeda Phase 2 Webinar waren,
werden es ganz leicht haben, weil dort haben wir intensiv mit dem dritten Auge gearbeitet. Und wir haben sogar, und das hat mich so gefreut, Heilübungen bekommen, mit dem dritten Auge zu heilen. Ganz verschiedene Techniken und eine jede ist irgendwie phänomenal. Das dritte Auge und die Zirbeldrüse, das sind unsere Werkzeuge. Mit denen sind wir stark. So, und jetzt lade ich euch ein zu der Meditation. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Lasst euch einfach reinfallen in die Energie und ich werde danach die Musik weiterspielen lassen, sodass ihr dann weiter euren Visionen Gestalt angeben könnt und auch später dann aktiv werdet. Ich verabschiede mich jetzt schon von euch. Ich wünsche einem jeden alles Liebe, alles Gute. Teilt dieses Video, damit viele Menschen dazu kommen, mal ein bisschen nachzudenken. Und liked mein Video, schreibt drunter, was ihr von all dem haltet. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Geliebte Herzensmenschen, ich lade euch ein zu einer Seelenmeditation, zu einer gechannelten Seelenmeditation, die für jeden Einzelnen, der zuhört, die passende Energie bringen wird. Und damit dies geschehen kann, bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen und speziell in dein Herz dieses Licht einfließen zu lassen, sodass dein Herz so groß wird, wie du selbst bist. Atme dafür in einem Rhythmus, der dir gut tut und spüre, wie sich die Energie verändert, wie die greifbare Stille plötzlich fühlbar wird. Und nun lege den Fokus auf dein Herz. Auf die Mitte deines Herzens, dort, wo Liebe, Frieden und deine Seele wohnen. Und bitte deine Seele, dich zu führen und dir zu zeigen, was jetzt gerade in diesem Moment wichtig für dich ist. Und so öffnet sich dein drittes Auge. Deine Zirbeldrüse wird aktiv. Und die Energien führen dich zu dem, was für dich wichtig ist. Und so lass dir ein wenig Zeit, um die Visionen und Bilder entstehen zu lassen, die für dich für eine neue Erde wichtig sind, wo Frieden die Menschen vereint, wo wir glücklich sind und in Freiheit leben. Lass diese Bilder entstehen und sende all deine Liebe hinein. Sende deine Liebe in diese Bilder und fühle, wie schön es ist, in einer Gemeinschaft zu leben, wo jeder den anderen achtet, wo wir in Liebe verbunden sind. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit.
Und so kommen die Engel zu dir. Sie nehmen deine Visionen, deine Bilder und tragen sie hinauf in das Zentrum der Liebe und überreichen sie dem Allerhöchsten. Sie überreichen sie der göttlichen Liebe. Und so ist dein Wunsch nun, dein Bild, dort oben angelangt. Und es bekommt den Segen Gottes. Und dieser Segen fließt nun auch zu dir, in dein Kronenchakra, um dich zu stärken, und um dich zu schützen. Und so verweile ein wenig in dieser Energie und wisse, dass Gottes Nähe, dass Gottes Liebe bei dir ist. Nimm einen tiefen Atemzug, damit sich diese Energien in dir verankern können. Und deine Seele weiß, dass du gut geführt wirst, dass die Engel und Gottes Liebe bei dir sind. Und so sende nun deine Dankbarkeit in all das, was du gesehen hast, in diese wundervollen Bilder. Sende Dankbarkeit hinein und bedanke dich ebenfalls bei deiner Seele. Und dann spüre diese große Freude, die in dir sich jetzt bildet. Diese große Freude, dass mit deiner Hilfe etwas Wundervolles entstehen wird. Und dann spüre, wie dich diese Freude umhüllt und ab jetzt durch dein Leben trägt. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und so genieße nun die Töne der Frequenzmusik, um dich weiter tragen zu lassen.